Hallo, das ist der Manuel Schad von SWD Sports. Heute wird es ganz kompliziert. Richtig kompliziert. Noch komplizierter als sonst. Ich habe die ganze Zeit versucht, live zu gehen. Irgendwie schaffe ich das hier nicht. Das Allerschlimmste ist es, sobald ich die Kamera drehe, fliege ich aus dem Live-Chat raus. Deshalb bin ich heute selber das Kamerakind. Alle anderen können das nicht halten, weil die sehen nicht, was sie filmen. Was machen wir heute? Wir sind heute mal live in der Werkstatt. Im Hintergrund wird gearbeitet. Der Wolfgang, der hat sich gerade schnell verpisst. Der hat wie immer Feiertag, das hat er, Feierabend, das hat irgendwie jeden Tag, ne? Und der Elmar, der arbeitet noch. Da muss ich glaube da unten was machen. Der Elmar, der arbeitet noch am Gespann. Wie weit sind wir mit dem Gespann aktuell? Fast fertig. Sind wir damit schon gefahren? Ja, schön, Schoss. Wenn du in die Kamera schaust, jetzt wär's für die Zuschauer schöner. Da schaust du, da oben steht's, wie viele Zuschauer das sind. Ja, und wenn ich mit einem Finger steche, dann lachen sie alle und muss auf die Arbeit So schauen. live ist ja dann nichts mehr so lustig, ne? Ja, das Gespann ist soweit, wir sind gefahren. Wir hätten euch das gern vorgestellt, aber du findest halt, ist in diesem Nest einfach keine Wiese oder kein Acker, wo wir jetzt gleich stabil 4G zusammenkriegen. Also wir sind echt weit weg von der Zivilisation. Deshalb machen wir das Gespann dann mit dem Johannes, hoffe ich, ne, wenn er seine Kamera anbringt und wenn er wieder aus Italien da ist. Der ist da unten, hat nämlich gerade einen Ölwechsel gemacht und hat keinen Filter dabei. Ist halt doch so ein Checker. Was haben wir seit letzter Woche gemacht? Der Kabelbaum ist noch nicht aufgebessert worden. Ist es ein neuer Laderegler da unten drin? Der alte war kaputt. Ich habe gestern Rotor, Stator alles kontrolliert und bin da echt verzweifelt, aber da war mein 9-Volt-Block in meinem Voltmeter kaputt. Der hat einfach nicht genug Saft gehabt und hat mir dann immer 0,2 Ohm angezeigt. Ich habe dann auch beim Lieferanten angerufen, aber nachdem wir das mit dem anderen Gerät nachgemessen haben, haben wir gemerkt, dass unsere Gerätschaft nicht stimmt. Hier oben, das wird jetzt schwer beim Filmen, hier oben ist der Laderegler unter der Rahmenverstärkung mit den zwei Schrauben angebracht. Das ist vom Motoren Israel ein Produkt, funktioniert super. Und der Elmar hat jetzt einen Deckel gebastelt, kannst du dir mal zeigen? Hast du den da? Nee, ne? Wir haben nämlich das Riesenproblem, dass wir mit dem Krümmer unheimlich aufpassen müssen, dass der Krümmer hier, der hier rausgeht, dass der uns das Kabel nicht verbrennt. Also es wird schwer, das zu zeigen. Und deshalb müssen wir da wegen aufpassen. Ich gehe mal zum Elmar rüber, dann sieht man das besser. Na, da ist der Krümmer gleich. Tu mal deinen Arm, kannst du den einen Arm mitnehmen? Ja. Da ist der Krümmer gleich. Und da sind unser Kabel. Deswegen machen wir das Kabel jetzt hier her. Da wird noch ein Loch gebohrt. Und dann runter. Das ist was nicht so alltäglich ist. Auch die Leitungsführung für die Zündkabel. Sieht jetzt noch alles schlimm aus. Die sind 75 cm lang. Wenn wir die verkaufen, und da müssen wir auch erstmal schauen, wie wir die liegen. Luftfilterkasten ist schon drauf, das Ding startet auch sofort. Das funktioniert alles über dem Schalter hier. So im Strich 5-Style, wir wollten halt, dass es alt aussieht. Und hier wäre der Kill-Switch. Das funktioniert allerdings noch nicht, weil wir mit zwei Zündspulen arbeiten und wir müssen beide gleichzeitig unterbrechen. Da müssen wir uns noch was überlegen. Ja, Tachometer drauf. Und nächste Woche habe ich mir gedacht, dass wir da TÜV drauf machen. Nächsten Dienstag haben wir TÜV. Müssen wir mal reden, dass das Ding dann eine Zulassung bekommt. Natürlich bis dahin noch ein Batteriehalter. Den haben wir auch irgendwo liegen. Ja, und sonst sieht ja alles konform aus für den TÜV. Jetzt muss ich meinen Backstage-Bereich nachfragen. Sieht man uns? Hey! Keiner mehr da. Okay. So. Was? Okay, hier die Werkstatt steht voll. Hier haben wir Gerät mit richtig breiten Schluften. Haben wir jetzt nicht so oft zu so Straßenmaschinen. Da ist die Kati, die muss noch vorbereitet werden für den Lauf in Rottleben. Und bei der Grünen hat uns der Elmar einen neuen Kühlerhalter gebastelt. Der ist noch beim Lackieren. Den können wir euch dann präsentieren beim nächsten Rennen. Und wie man es hört, ist hier noch Sound. Sound of Silent im Hintergrund. Der Eddie,
Der versteckt sich hinter so einem Deichrahmen. Gefällt dir das, Eddie? Bombe. Bombe. Der muss die Scheiße mal auspacken, die ich annehme. Ich würde mal reingehen zum Eddie, aber das Problem ist, hinter dem ganzen Stahl da hinten, da gibt es keinen Empfang. Kannst du voll vergessen. Sobald ich da reingehe, wird das alles abbrechen. Was haben wir hier hinne? Da gucke ich jetzt nicht rein, ne? Zu euch. Die zwei Kamerakinder, die dabei sind, aber nachdem die Kamera ja nur in die eine Richtung funktioniert, was auch immer das iPhone da wieder hat, muss ich halt selber filmen. Was neu ist auch hier seit letzter Woche, da hat sich jemand zu viel an meinem Rucksack orientiert. Das ist Lutzi sein Bike. Lutz Lindemann, R100 GS. Das ist einer der Mitorganisatoren vom Hasel Rodeo. Und da der mir so viel hilft, durfte er sich bei mir das Bike mit zusammenbauen. Und das ist ein, wie sagt man dazu, Senfgrün. Auch schön, ne? Also ich finde es toll, macht er ganz gut. Wir haben jetzt den Auftrag, hier noch ein bisschen das Heck zu modifizieren. Da soll ein schmaler Preston-Betty-Kotflügel reinkommen. Schon angezeichnet. Kommt Zeit, wird es gemacht. Was ist los, Elmar? Weinst du? Ja. Der Elmar weint. Okay, ich würde sagen, ich helfe dem Elmar jetzt weiter. Ja, bevor der mir noch irgendwas verbiegt. Ist echt hart, ne? Wenn man jemanden so an der Schulter hat, kriegt er immer Angst, ne? Hast du gerade Angst? Nee. Nicht. Wir melden uns nächste Woche wieder. Hoffentlich können wir da auf einen Acker. Wir gehen halt irgendwo außerhalb, wo es Masten gibt. Hoffentlich können wir auf dem Acker, können euch ein bisschen was zeigen, was das Gespann so kann. Oder was anderes vorstellen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Auch TikTok sind wir mit am Start. Bis bald. Euer Manuel von SWD Sports. Ciao.